So, guten Morgen zum zweiten Tag aus Schweden. Heute ist das Wetter deutlich schlechter als gestern, mag man nicht glauben. Aber gestern war wenigstens noch Regen, heute ist auch richtig Wind. Aber es geht jetzt so einigermaßen auch von der Tonqualität. Deswegen werden wir heute, haben wir alle ausgeschlafen. Die Jungs schlafen auch immer noch. Ich konnte jetzt aber auch nicht mehr pennen und bin aufgestanden, um mich mal hier aufzumachen. Denn in der Nähe unserer Unterkunft läuft ein kleiner Fluss lang. Und ich habe mir gedacht, ja, was gibt es Besseres jetzt zum Aufstehen, als hier mal ein paar Würfe zu machen. Also unberührte Natur heißt auch unzugängliche Spots. Hier ist so eine, ja, wie so eine Ecke vom Flussauslauf. Da, die soll, also sah für mich auf Maps relativ interessant aus. Unser Vermieter meinte auch, in dem Fluss hier gibt es Hecht und Barsch. Deswegen dachte ich mir, ja, ein paar Würfe hier auf jeden Fall sehr angebracht. Und sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Gestern vom Zanderangeln, oh, noch der Shad mit einem Gummifisch dran. Muss mal kurz gucken. Ich werde hier, glaube ich, wobei ich auch ein bisschen Angst habe, dass wenn ich nicht weiß, wo die Bäume sind, dass ich den Cheddarbait abreiße. Oh, ich glaube, es ist doch nicht ein Cheddarbait. Wenn ich mir das so richtig überlege, glaube ich, gucke ich mal. Oh, kleinen Jigspinner. Das ist es. Bei diesem trüben Wasser hier, glaube ich, und dann so ein Firetiger-Jigspinner. Gerade gestern wieder so ein, also mag nicht aussagekräftig sein, aber ein Video gesehen von einem großen Angel-Influencer. Sieht man, man wird beeinflusst, indem er gezeigt hat, dass Jigspinner auch zu seinen Lieblingsmethoden gehört. Da war es natürlich ein anderer von einer anderen Marke, aber Jigspinner und vor allen Dingen Firetiger, werde ich den mal ausprobieren. Der erste Spot hat sich geliefert. Ich habe es aber auch nicht so super diszipliniert probiert. Also ich habe irgendwie so 5-6 Würfe mit dem Spin-Mag gemacht und ja, war davon ausgegangen, dass die Fische hier eigentlich auch beißen, wenn sie da sind, also wenn ich die richtige Stelle getroffen habe. Jetzt ist es ehrlicherweise so, dass ich hier gerade lang gegangen bin. Hier sind doch Fußspuren. Vielleicht angeln hier doch mehr Leute, als ich gedacht habe. Weil, also man muss sich halt vorstellen, diese Orte in Schweden sind halt nicht besonders groß. Ich glaube, der, wo wir jetzt sind, ich glaube, der hat so, also mit Ausnahme mal einen Einkaufsladen. Keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier mehr als 1000 Leute wohnen. Aber vielleicht latscht hier doch noch der eine oder andere hin. Hatte eigentlich gehofft, dass jeder Fisch, den ich hier anwerfe, in seinem Leben noch nie einen Köder gesehen hat. Und dass es dadurch relativ einfach ist. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wenn man sich das Wasser anguckt, es ist halt super trüb. Also so wie auch in den schwedischen Seen. Vielleicht sieht man es da vorne ganz gut beim Gras. Das ist aus meiner Sicht eigentlich nicht so eine super gute Sache für Hecht und Barsch. Ich glaube, Hecht noch schlimmer als für Barsch. Aber die sehen ja, da sind ja beides Sichträuber und dann sehen die ja tendenziell deutlich weniger. Weshalb auch der Spin-Mat in der sehr grellen Farbe, weil ich dann eben glaube, okay, das sorgt am ehesten nochmal für, also es wird am ehesten nochmal wahrgenommen, einfach aufgrund dieser grellen Farbe, die einen guten Kontrast bietet zu dem Wasser und den Lichtreflexen, ja, und dem Druck, den das Spinnerblatt nochmal unter Wasser macht. Ja, ich werde jetzt hier nochmal an der Brücke nochmal ein paar Würfe machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Thema Fließgewässer. Also ihr wisst ja, wir kommen aus der Region MV und da haben wir eigentlich so gut wie gar keine Fließgewässer. Tendenziell angeln wir deswegen ja immer eigentlich an Seen, Stillgewässer. Das heißt, wir angeln zum Beispiel auch Jigköpfe so leicht, wie wir wollen. Und es ist nicht so ein Ding von, wir kriegen keinen Grundkontakt. Bei Wind mal, ja, klar, aber nie wegen Strömung. Ich muss sagen, ich finde es schon todesnervig, jetzt hier lang zu werfen. Und mein Köder treibt immer von links nach rechts. Und ich kann nicht die Bereiche einfach abangeln, die ich abangeln will. Sonst würde ich das hier einmal so abfächern. Das geht einfach nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr sagt, okay. Also auch die Leute, die tatsächlich einen Zugang zu Fließgewässern haben und dann doch eher sagen so, weiß ich nicht, feiere ich nicht. Oder andere sagen, Fließgewässer, beste, weil. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, jetzt nehme ich hier, wie gesagt, meinen kleinen Jigspinner. Werf den so. Oh. Ein Glück, habe ich gerade angefangen zu filmen. 10 von 10 der Wurf. Schön drüben ins Gras. Ich habe mir vorhin am anderen Spot schon gedacht, dass es bei solchen Stellen hier auch, wo die Bäume so überhängen, wo das eigentlich geile Stellen sind, also rein theoretisch wäre auch ein super geiler Wurf, den so drunter unter den Baum zu werfen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Baum reinwerfe und dann einfach gleich einen Köder weniger habe, relativ hoch. Da wäre eine BC tatsächlich ganz cool, wenn man ja immer wenn man dann den Daumen auf die Spule legt, die Schnur sofort abstoppen kann. Aber keine BC dabei, ist nicht möglich, muss ich mehr Spinning machen. Jetzt hier auch nochmal links, rechts ein bisschen an den Seiten alles ein bisschen abwerfen.
Normalerweise würde ich halt denken, die Brücke totaler Hotspot, weil der Schatten da auch draufgelegt. Oh. Also keine Angst, war kein Biss. Aber bin ich echt froh, dass das Ding einen Zwillingshaken hat, weil ich glaube, mit einem Drilling hätte ich da zumindest jetzt einen fetten Hänger gehabt. Wenn nicht sogar Köder verloren. Ja, der Spot ist ebenfalls ohne Fisch geblieben. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, also er fließt ganz schön schnell. Also in der einen Ausbuchtung, in der ich eben war, da ging es so ein bisschen, weil es wie gesagt eine Kurve war und weit auslaufend. Da eben, wo ich war an der Brücke, war es sehr, sehr schnell fließend, was mich auch nicht so super positiv gestimmt hat. Aber generell, Fließgewässer und dazu halt diese Wasserfarbe, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Tatsächlich auf der anderen Seite, wir hatten gestern mit alle vier Nasen in Wetter-Apps reingeschaut, um einfach so ein bisschen den Tag besser planen zu können. Und hatten dann festgestellt, dass wir gefühlt vier verschiedene Meinungen hatten, was Wind und Regen angeht. Also Wind hat sich aufgrund meiner Wetter-App auf jeden Fall bewahrheitet heute. Also es ist auf jeden Fall krasser Wind. Ich jetzt überlege, wir sind hier irgendwo überall zwischen Bäumen. Da wird heute auf dem Großgewässer richtiger Sturm wehen. Und es ist zum einen halt eklig, um im Boot zu stehen. Aber zum anderen ist das halt auch super schwierig für die Köderkontrolle. Also ich habe gestern halt auch teilweise, um meine Bisse zu kriegen, extremst leicht gefischt. Also für meine Verhältnisse fand ich sehr, sehr leicht gefischt. Also an meinem 10 cm Schatten mit einem 7 Gramm Kopf. Und da war es schon je nach Drift auch nicht so einfach, den Grundkontakt zu halten. Also heute sehe ich keinen Punkt, wie ich denselben Chat nicht mit 14 Gramm fischen muss, um da irgendwie Kontakt zu kriegen. Aber Regen kam jetzt nicht. Jetzt die Überlegung, vielleicht bespreche ich das gleich mal mit den Jungs, wenn ich zu Hause bin, ob wir uns einen kleinen Tümpel suchen und irgendwie ein bisschen Barsche zupfen. Jetzt hier über Mittag, Nachmittag. Weil wenn wir einen See finden, der ein bisschen geschützt ist, auf dem wir trotzdem mit Booten raufkommen, dann ist das Wetter ja eigentlich top. Und vor allem, ich finde die Sonne richtig, richtig gut für Barsch. Also wirklich ein murky Tümpel hier, ne? Geisteskrank. Wirklich absolut braunes Wasser. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Ich habe jetzt im Kopf irgendwie, dass das an Eisenoxid liegt, aber könnte auch totales Shitposting sein. Ja, ist auf jeden Fall ist geistig. Ich glaube, Sichttiefe 10 cm. Was ich noch ganz interessant bin, ich hoffe, man sieht es so da vorne. Da liegt so ein Baum im Wasser. Und dahinter scheint es so zu sein, dass die Strömung ein bisschen langsamer läuft. Wenn ich auf der gegenüberliegenden Seite einen Platz finde, wo ich rankomme, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal probieren, einen Wurf zu machen, den Köder abzureißen und traurig nach Hause zu gehen. Ja, ehrlicherweise kommt man hier nicht so gut ans Wasser. Das ist Gras, würde ich noch sagen, okay. Aber zwei Sachen. Erstens ist es tierisch hoch. Und das Gras hängt da vorne auch so über. Das heißt, ich weiß nicht genau, wo die Uferlinie ist. Worauf ich sehr wenig Bock hätte, wäre da jetzt gleich ranzustiefeln, einen halben Schritt zu weit zu gehen und da jetzt gleich volles Brett in die braune Suppe zu fliegen. So cool sieht der Baum dann auch wieder nicht aus. Also egal wie das Angeln hier im Fluss ist, boah, die Natur ist schon wirklich der Wahnsinn. Da vorne so ein paar Blümchen und überall ist es einfach grün. Es ist auch uns aufgefallen, wie irrsinnig viel Platz die Schwäne einfach haben. Ne? Es ist einfach Riesenland, wenig Leute und es ist überall einfach auch super viel Platz zwischen den Häusern, was man aus Deutschland so gar nicht kennt. Also ich komme ja selbst nicht mal aus einer Großstadt, aber selbst bei uns vor Ort in Schwerin ist es so, dass eigentlich kein nach und nach kein Platz ungenutzt bleibt. Wenn irgendwo eine Wiese ist zwischen zwei Wohnbezirken, dann wird denn da auch irgendwann gebaut werden. Und hier ist einfach hier ein bisschen Platz, da ein bisschen Platz, da steht eine Scheune. Die Scheune wird schon gar nicht mehr genutzt. Hier ist einfach, die gehen da ein bisschen entspannter mit um. Aber jo, wenn auf jeden Quadratkilometer ein halber Mensch kommt, dann kann man das nachvollziehen. Oh Leute, ich habe nochmal den perfekten Angelspot gespottet. Spot gespottet, auch wild. Boah. Da unten nämlich. Die Brücke habe ich noch nicht mal komplett gesehen. Uiuiuiui, sieht gut aus. Oh, da gehe ich zuerst hin. Das ist nämlich, wenn man jetzt hier vernünftig rankommt. Dann. Hier geile Struktur mit einer Brücke. Vorne, ja, nicht wirklich eine Steinpackung, aber auslaufen, so ein bisschen Kehrströmung, auch wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Da vorne ist noch so ein Steg. Die Stelle sieht jetzt nicht so super geil aus, aber mit dem Steg kommt man natürlich mitten auf den Fluss, was finde ich ziemlich, ziemlich top ist. Ich werde mal den Jigspinner probieren. Vielleicht gehe ich hier auch mal ein paar mehr Köder durch, weil die Stelle sieht tatsächlich eigentlich echt vielversprechend aus.
Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich hier am besten werfen soll. Einfach mal ein mit der Flussmündung nach oben. Oh, das hat sie nicht gut angehört. Oh, ich habe auch schon bis zum ich habe schon bis zum Ufer durchgeworfen gehabt auf der anderen Seite. Oh, hier sind auf jeden Fall Steine auf dem Grund. Jetzt gucken wir mal mit so runter. Oh, warte mal. Der ist nicht so, wie er soll. Jetzt wieder intakt. So. Hopp, möglichst weit hochkurbeln, damit da nicht so ein langes Pendel entsteht. Hier mit so einem Unterhandwurf an die Decke der Brücke werfen. Genau so macht man es. Ah, guck mal meine Schnur an. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Außen. Ich habe, glaube ich, tatsächlich einen Biss gehabt. Oha. Also kann natürlich auch sein, dass der gegen den Stein gerumpelt bin gerade. Aber hat sich zumindest wie ein Biss angefühlt. Mal gucken. Das ist schon der erste Hänger. Es werden natürlich auch das eine oder andere Hindernis hier im Fluss liegen. Wenn hier mal ein Ast reinfällt, der wird dann irgendwo wahrscheinlich auch mal hängen bleiben. Muss ich überhaupt erstmal einmal die ganze Länge der Schnur aufsammeln. Ja. Oh, das sieht, oh, ist frei. Alles gut. Sieht wenig, was der Schnipser nicht hinbekommt. Das Ding ist, wer hier nicht so eine geisteskranke Strömung drauf. Würde ich zumindest bei dem Spot auf jeden Fall mal probieren, jetzt hier so ein bisschen mit Freerig und so rum zu experimentieren. Also ich meine, gibt ja ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. So ein flachlaufender Twitchbait, bei dem ich nicht so super traurig wäre, wenn der abreißt. Also einen Squirrel würde ich jetzt hier nicht unbedingt dran machen. Oder halt ein Freerig oder ja auch überhaupt mal ein Gummifisch. Aber das ist halt alles, was gefühlt in der Strömung hier echt wenig oder gar nicht fischbar ist. Wobei eigentlich ein Freerig wäre gar nicht verkehrt, aber die ich habe, sind halt nur 7 Gramm schwer und 7 Gramm ist hier, bin ich mir relativ sicher, zu leicht. Und mir fällt auch gerade auf, während ich darüber nachdenke, dass ich das gar nicht mit habe, weil nämlich mein Angelrucksack war immer noch nass, es war gestern, es ist alles nass, es ist wirklich alles nass. Obwohl, meine Airfoil so wieder einigermaßen trocken. Aber jetzt war alles nass. Ich habe vorhin den Rucksack aus dem Dings geholt, aus dem Auto und dachte mir so, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mir hier meine geile Tüte gepackt. Das ganze Filmequipment klingt auch, als hätte ich da noch einen Kameramann drin und ein Toneset. Also im Prinzip Powerbank. Den Brustgurt habe ich irgendwo gemacht. Eigentlich ist da gar nichts drin. Da ist noch ein Stativ drin mit so einer Kralle. Das war's auch. Fällt mir jetzt gerade auf. Und dann halt noch die Köder. Also ich habe eigentlich meine 3 Barschköderboxen da mitgenommen. Habe ich euch in anderen Videos schon mal vorgestellt. Also hier so Chatterbaits, Darjigs, Spinnerbaits, sowas. Dann Jigs, Rubberjigs und so. Hardbaits. Aber ehrlicherweise, also ich sehe nicht, was ich hier sonst noch so fischen kann. Das ist auch, ich glaube zum Beispiel auch jetzt einer meiner Lieblingsköder generell für Barsch, der Chatterbait, ich glaube mit dem 4-Inch-Köder, der würde hier auch richtig leiden. Ich habe den auch nochmal einen 3-Inch. Das Ding ist aber auch, dass ich ja relativ natürlich fische, also meine Köderbox ist zum Beispiel halt auch, also ich würde sagen vielleicht so 20% mit Schockfarben gedeckt. Unter anderem jetzt dieser Jigspinner. Ja, dadurch bin ich halt, wenn es so richtig trübes Wasser wird hier, nicht so optimal aufgestellt, also würde ich halt behaupten, ne? Ich habe halt auch sehr helle natürliche Farben teilweise. Die werden vielleicht auch funktionieren. Vielleicht funktionieren auch natürliche Farben hier. Ich weiß es natürlich nicht. Ne? Aber es ist ja so die Maßgabe, dass man sagt, je klarer das Wasser, desto natürlicher. Je trüber das Wasser, desto schockfarbener. Und das Wasser hier ist eine absolute Brühe. Aber Rasenmähen muss hier ein absolutes Geschäft sein, wenn ich sehe, wie viel Rasenfläche es hier gibt und wie akkurat die gemäht ist die ganze Zeit. Dann muss ja hier, die Halbschweden muss Gärtner sein, damit das hier so aussehen kann. Da vorne auch. Es ist Wahnsinn. So, mein Flussdrill war nicht so erfolgreich, aber die Jungs sind auf jeden Fall auch alle aufgewacht und jetzt hier schon fleißig am Köder trocknen, vorbereiten, Boote fixen. Machen uns auf jeden Fall schon mal ready, um den Zandern heute noch mal so richtig auf die Nerven zu gehen.
So, nach unserer Reparaturaktion. Echolot läuft wieder. Also es sind wohl die Karten gewesen. Jetzt schauen die Jungs vielleicht nachher nochmal, ob sie das Update von den Karten so nochmal separat draufgespielt bekommen. Wir sind jetzt zurück im Haus. Ich habe mir auch überlegt, für heute, für das heutige Video, also für den heutigen Vlog, ich weiß nicht, ob ich auch so nenne, ob ich das Video so nennen werde, dass ich auch so ein bisschen den Rest des Urlaubs irgendwie so ein bisschen mitfilme und das einfach dann separat unten in der Timeline für euch markiere. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich will mir wirklich nur den Angel-related Stuff reinziehen, dann haue ich euch da die Timestamps rein, sodass ihr dann die Videoparts einfach skippen könnt, wo nichts passiert, was irgendwie mit Angeln zu tun hat oder direkt mit Angeln zu tun hat. Ja, dann wieder einschalten könnt, wenn es wieder rangeht an die Fische oder irgendwas, was mit Fischen zu tun hat. Für mich gibt es erstmal Kaffee, löslicher Kaffee, da scheiden sich die Geister. Ich muss sagen, der heute Morgen, da war fälschlicherweise bei mir Milch drin, ich trinke Kaffee immer schwarz, aber war trotzdem ganz in Ordnung. Jetzt mal füllen wir den Hobel mal ein und dann gibt es gleich einen Geschmackstest. Auch Klassiker, wenn wir nicht auf dem Wasser sind. Laufen auch einfach noch Angelvideos nebenbei beim Essen. Also dreht sich viel ums Angeln hier. Aber ich würde behaupten, geht auch schlimmer. Schönes Käffchen. Weil der Keks fühlt mich ein bisschen wie so eine Oma. Oh, die Jungs sitzen im Whirlpool. Das Haus. Also auch ohne Angeln lässt sich das hier wirklich ganz gut aushalten. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, auch einfach mal so eine kleine Roomtour zu machen. Draußen war ich ja eben schon mit euch. Da sitzen die Jungs schon da vorne im Pool. Da vorne so ein schöner Pavillon, hier so eine Terrasse. Ja, hier ist sowas wie so ein kleiner Vorgarten, Wintergarten, Trampolin. Ich glaube, das Trampolin werden wir erstmal nicht nutzen. Aber mal schauen, wie sich die Tage noch so entwickeln. Wohnzimmer. Finny Boy mit seinem Video. Und während er gerade das Wetter traurigerweise abcheckt und sieht, dass absolut der Wind ballern wird. Finn, was sag mal, was sagt das Wetter die nächsten Tage? Also, sieht eigentlich vernünftig aus. Also heute soll es eigentlich nicht mehr regnen. Schon mal positiv. Standard auch gesunken nach gestern. Nach gestern. Was hat der Wind? Wind muss man halt gucken, ne? Also. Nicht gut. Ich bin halt nicht hier, um den ganzen Tag am Jacuzzi zu sitzen. Das ist richtig. Ich bin halt dicke Gösse. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das gewuppt kriegen. Gibt es denn auch vielleicht kleinere Seen hier, wo wir Sanders kriegen? Oder ist das so ein Ding, Big Fish, Big Gewässer? Überall gibt es hier Sanders. Wir machen vielleicht gleich nochmal Taktikbesprechung. Nehmen wir euch auch mit. Und dann machen wir das. Hier nochmal, also gefühlt hier überall Esstische. Hier kann man mit 32 Millionen Leuten essen. Küche. Der haben wir gestern schon lecker Bolognese gekocht. Lädt noch gerade die Powerbank. Eingang. Dann geht's hier runter im Wohnzimmer. Hier pennen die Jungs. Richtig nicer Fernseher. Bad mit Badewanne. Und wenn man jetzt hier nach unten geht. Oh, wow. Ich hätte nichts vom Kaffee verschüttet. Oh, das kann. Das Licht anmacht. Oh, kommt man hier und. Geht's hier einfach Gym. Nice! Ich werde auf jeden Fall jetzt hier gleich nochmal. Deswegen werde ich jetzt auch länger ein bisschen krank. Aber gleich nochmal eine kleine Session hier drücken im Gym. Keine Ahnung, was hier in den anderen Räumen ist, aber kann auch nichts mehr. Ach, ich glaube, im einen ist noch eine Sauna. Aber es ist auch eigentlich Sommer, also nicht so gefühlt nicht so das Saunawetter. Genau. Wenn wir dann, ich glaube, hier ist schon der Großteil, der spannende Teil des Hauses, war schon gesehen. Da links nochmal ein Bad. Oben. Hier unser Schlafzimmer. Sieht alles ein bisschen wild aus. Aber das ist dann auch unser Haus. Wirklich richtig schön. Wir hatten auch ultra den Struggle am Anfang des Urlaubs, weil wir hatten eigentlich bei Airbnb ein Haus gebucht, was dann doppelt gebucht war durch ein internes Buchungsding bei denen. Und dann hat er uns ein Alternativhaus rausgesucht und das mit hier und da beschrieben und super schick. Dann hast du nicht gesehen. Wir kommen da an. Und das ist die absolute Bretterbude, so ein ganz kleines Vereinsheim wohl, was die umgebaut haben als Airbnb. Super grausam. Da mussten wir das stornieren. Da war der Airbnb-Support super, super hilfreich. Aber dann versucht man jetzt hier auch spontan in Schweden eine Alternativbude zu kriegen. Also so ganz locker und ich weiß gar nicht, was die vorher gekostet hat. Ich glaube 800 Euro die Woche. Und ja, die anderen waren aber da weit drüber, ne? Also jetzt hier in unserer Region waren, glaube ich, nur noch 3 oder 4 Unterkünften. Die erste hatten wir dann fix gebucht. Da konnte der Airbnb-Mensch leider nicht.
Und dann haben wir die erste Nacht im Hotel gepennt und zum Glück haben wir dann gestern Morgen eine Rückmeldung von dem anderen Vermieter von diesem Haus hier gekriegt, dass das hinhaut. Und ein Glück konnten wir dann hier einziehen, sodass wir jetzt hier am Start sind, chillen können, unsere Basis haben, von der aus wir operieren können, um die dicken Zander zu fangen. Und wie gesagt, ein super, super schönes Haus. Der Vermieter auch super nett gewesen. Wenn euch das interessiert, wenn ihr auch mal hierher fahren wollt, schreibt gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Insta, dann haue ich euch den Link vom Airbnb durch. Auf jeden Fall super schick, super schön hier. 25 Minuten weg von der Slippe. Also auch sehr, 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 sehr gut gelegen für uns. Und da haben wir echt nochmal Glück gehabt, dass wir da nochmal so eine Option finden. Während jetzt alle hier so ein bisschen im Haus verstreut sind, schaue ich jetzt gerade mal, dass ich immer wieder ein bisschen Ordnung in meine ganzen Tackleboxen bringe, weil es ist ja doch so auf dem Boot, dass man immer alles einfach reinschmeißt, gerade wenn man dann vom Wasser zurückkommt, bis es kaputt ist. Und vor allen Dingen beim gestrigen Wetter sich echt Feuchtigkeit in den Boxen sammelt. Deswegen werde ich die Box hier auf jeden Fall auch auflassen und mal gut durchlüften lassen. Als die Volksköder der letzten Tage. Ich habe hier auch den Köder hier, habe ich auch wirklich 12 Millionen Mal gerickt. Teilweise im selben Gewicht, was jetzt auch nicht so super vorteilhaft ist. Hier einmal 10 Gramm mit Blei, 10 Gramm mit Tungsten, 5 Gramm wirklich super leicht, also primär für den Bodden gewesen. Das fand ich jetzt hier bisher noch nicht, also so ab 4 Meter schon schwierig, vor allem beim Driften. 14 Gramm, 18 Gramm, das wäre tatsächlich echt was gewesen, was ich jetzt gezogen hätte, wenn. Aber wenn der Wind auch immer noch so krass ist, wenn wir das nächste Mal aufs Wasser fahren. 7 Gramm ist noch montiert an der anderen Zanderroute, mit dem habe ich dann gestern auch die beiden Zander noch gefangen. Jetzt war mein Plan, unterschiedliche Sachen. Das Ding ist, wir haben halt relativ viele Zander gesehen, die haben aber nicht so gut gebissen. Also in so einer Drift sind wir bestimmt über 50 Zander rübergefahren. Sieht halt Finn relativ gut mit dem Livescope, aber wenn Nikos Echo jetzt wieder funktioniert, würde man das wahrscheinlich auch auf dem Sidescan sehen. Problem ist, dass die nicht beißen wollten. Also dass wir fahren halt über die rüber und wir fangen auch welche, aber wenige dafür, wie viele da sind. Das heißt, meine Überlegung war, jetzt mal so ein bisschen mit Rigs rumzuprobieren. Ich habe hier einen Kickback-Rig. Das werde ich auf jeden Fall machen. Wobei mir fällt gerade auf, das ist nicht mal ein Kickback-Rig, sondern ein Dropshot-Rig mit Seitenarm. Das werde ich auf jeden Fall heute nochmal, also wenn die wieder so schwierig beißen, ich werde jetzt mal anfangen zu jiggen. Und wenn die nicht gut beißen werden, wir wissen aber, dass sie da sind, dann werde ich ein bisschen rumexperimentieren. Ich werde wahrscheinlich fast immer denselben Köder fischen. Hier so eine Swing Impact 4-Inch. In verschiedenen Variationen. Der hat halt gestern auch wieder funktioniert. Ich überlege tatsächlich auch mal, so einen kleineren zu angeln, wobei ehrlicherweise ich gestern auch so einen 40er Zander auf einem 5-Inch Gummi gefangen habe. Deshalb ich glaube, dass ich das eher weglassen werde. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier dieses Dropshot Rig mit Seitenarm, was ich dann ganz, ganz langsam führen kann und so, dass der, also vielleicht auch so ein bisschen schleifen, so dass der Köder mal über dem Grund lang, vielleicht mal kurz ein bisschen stehen lassen. Mal gucken, vielleicht ist das nochmal eine Möglichkeit, den einen oder anderen Zander zum Anbiss zu überreden. Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit oder die Überlegung im Kopf gehabt, einen Carolina Rig zu fischen. Ich denke mal, da werde ich zu 15 Gramm tendieren. Das hier müsste ein 15 Gramm Tungsten Bullet sein. Kann ich eigentlich auch gleich schon mal abwickeln und alles montieren, bis wenn es dann nachher aufs Wasser geht, ich im Zweifel nur nochmal fix wechseln muss. Vielleicht werde ich es auch so machen, dass ich an einer Route einen Jig behalte und an der anderen Route einen Gesundheit, an der anderen Route dann einen Rig. Habe ich jetzt zweimal Rig gesagt? Eine Route Jig, eine Route Rig. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher wegen dem Offset-Haken. Das Ding ist, dass an vielen Stellen hier in Schweden widerwartend, ich dachte erst, hier sind mehr Steinfelder, aber es ist viel mit so Seetang am Boden voll. Weshalb ich dazu tendiere, wenn ich jetzt einen Carolina Rig schleifen oder riggen oder halt so zupfen sollte, über den Grund einen Offset-Haken zu nehmen. Für die Bissausbeute bei den Zandern eher schlecht. Mal gucken, ich werde einfach ein bisschen rumprobieren. Vielleicht werde ich es auch mit dem Einzelhaken Nose-Hook probieren oder den einfach aufhebeln in den Gummi. Mal gucken, ob das eher zu mehr Bissen führt und keinen Dreck aufsammelt. Das werdet ihr dann nachher sehen, inwiefern das irgendwie. Vielleicht reagieren die auch gar nicht aufs Carolina Rig oder man kriegt die Bisse gar nicht verwertet und das ist eine Sache, die. Die braucht man eh nicht probieren. Aber ich werde heute einfach mal ein bisschen rumexperimentieren und damit vielleicht dann den Code mit den Zandern knacken. So, wir haben jetzt beschlossen, Wind ist immer noch relativ doll. Also wir werden jetzt folgenden Plan umsetzen. Wir fahren erstmal in die nächstgelegene Stadt, checken da den Angelladen aus. Nehmen wir euch auch gleich mit. Und anschließend kaufen wir noch ein paar Lebensmittel, kochen schon mal so ein frühes Abendbrot und werden dann heute in die Dunkelheit rein Zandrus angeln. So, angekommen jetzt hier.
Werner Sportfieske. War eben schon mal drin, ich muss ja eben mal fragen, ob wir überhaupt filmen dürfen. Und ja, sah schon ganz geil aus. Jetzt lasst uns mal zusammen reingehen. Erstmal hier ein paar Routen. Western-Routen, wenn ich das richtig sehe. Schon mal sehr nice. Fliegen, rollen. Ja, alle möglichen Western-Köder, wahrscheinlich. Die sieht so ein bisschen aus wie diese Zeitwobbler. Jigspinner. Boah, wow, sehr nice. Die Ziegerschnur feiere ich auch übertrieben. Ich feiere sogar die mal ein bisschen mehr, die in Stealth Grey. Und alle möglichen Rollen hier. Schmeckt aber auch. Eieiei. Sieht einfach sehr, sehr gut aus. Rapala Wobbler. Hier. Alle möglichen Softbaits. Hier so kleine Netrigs. Auch so sehr kleine. Auch sehr nice. Klassische Copido Wobbler. Wobbler sag ich schon, Softbaits. Die Taildancer. Kennt man. Zum Schleppen. Die Swimbaits von Rapala, die habe ich schon mal auf Instagram in der Werbung gesehen. Sehen auf jeden Fall auch richtig nice aus. Ansonsten, man sieht so, dass Teil des Fokus auf jeden Fall auch auf Schleppen liegt. Also das ist hier was relativ populär ist an diesen großen schwedischen Seen. Auch ganz wild. Sieht so ein bisschen aus wie so vertikal, so ein bisschen zockermäßig. Schneiß. Wirklich richtig. Und ein kleiner Saugroboter, der hier marschiert. Hier muss man sich beherrschen heute, sonst wird's teuer. Which depth do you usually go? Like we try different depths, and I think we caught like when we're on the southern part, we caught like many zenders at like 4 or 5 meters, and I think here the best parts were like 6 meters to 7 meters, and one we had one plateau where we caught one like. I think there was like 3 meters, 4 meters, like, and around there was like 6, 7. In Bollman, I haven't fished there a lot, but from 4 meter, you start finding them from 3 to 4, mm-hmm. and then of course deeper. Usually the same depth at Widerstam. Mm-hmm. We have really good sander fishing around, say, let's start from 3 meter. 3 meter and deeper, okay. The sander starts biting. Mm. And 3 meter and shallower, it's more perch and pike. Okay. Normally. So, okay. But of course, you can also find sanders really, really shallow sometimes. Okay, sure thing, but you would preferably go deeper than that? Yeah, I mostly fish between 4 and 7. Okay. It's very normal depth for me, if I go jigging. Yeah. Trolling, yeah, then you could go really, really deep or really, really shallow with the drop-offs. Yeah. It depends. Yeah, sounds good. So it depends if you want to go jigging or trolling. Mm-hmm. But on trolling, it's not common to catch really, really big ones. It happens, but it's not common. Same with the bottom jigging. Yeah. It happens, but it's not so common. Yeah. Like, I think we have different goals. Like, these goals to catch an insanely big zebra. Yeah, with the live scope, I can show you some nice spots where you can go around. It will help you a lot, so you won't waste so much time. Yeah, so it might be that we have to paddle tomorrow. Yeah. So be careful with that. Okay. Well, maybe we'll skip that one because our friend is like pretty cautious with his boat. So I guess we'll just go with another. It's a good lake if you go slowly, but yeah, skip it. That's my best tip. It's too risky. We will take the tip. Ja, Leute. Wir sind jetzt gerade fertig geworden im Angeln und der
der Chef vom Angelladen oder der Mitarbeiter war einfach so super, super hilfreich. Wir haben ihn eben gerade nochmal nach Tipps gefragt und der hat uns eben auch gesagt, der See, auf dem wir vorher waren, der ist halt super schwierig, dadurch, dass er so riesengroß ist. Und hat uns dann nochmal kleinere Seen gezeigt, wo wir es eher mal versuchen sollten, weil es eben in der Woche, in der wir da sind, ist es super schwierig halt, an den großen Seen erfolgreich zu sein. Es ist eben was anderes bei Finn mit seinem Livescope, aber gerade wenn wir jetzt halt primär jiggen wollen und halt und schleppen, ist es halt eine Sache, die an den kleinen Seen deutlich besser funktioniert. Also auf jeden Fall nochmal dickes Shoutout an Werner Sportfiske. Checkt das Ding aus, wenn ihr in der Region seid, und auch nochmal fettes Dank an den Kollegen, weil ich glaube, das wird uns echt weiterhelfen. Wir haben ihm auch eben gesagt, dass es gar nicht so unser Ziel ist, also dass wir so Riesenzander fangen, sondern halt, dass wir eigentlich so Funfishing haben. Und da hat er uns auch nochmal echt super coole Tipps gegeben. So, nach dem Gespräch mit dem super hilfreichen Dude vom Angelladen haben wir auch unseren Plan heute nochmal revidiert. Wollten ja eigentlich ans Großgewässer und das spät, damit der Wind nachlässt. eigentlich sollte der Wind jetzt auch schon nachgelassen haben, wobei wir ja auch heute nicht am Tag waren, wir können es nicht so richtig einschätzen. Sieht noch nicht so super, super windlos aus. Jetzt sollte aber in den nächsten Stunden der Wind so richtig abflachen. Wenn jetzt mal schauen. Wir haben halt richtig coole Spots auch von dem gekriegt. Die werden wir dann auch gleich anfahren. Also unterschiedliche. Die Jungs werden wahrscheinlich sich an so ein großes Loch bzw. so eine Kante von der Insel begeben, weil die richtig große Zander mit dem Livescope fangen wollen. Und wir werden uns so eine Area suchen. Da sind wir noch nicht ganz sicher, ob die jetzt schon anfahrbar ist, weil der Wind, wie gesagt, hier noch so ein bisschen draufsteht. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Deswegen, das Problem ist, dass sie eben auf Ostseite liegt und wir haben Westwind heute. Steht der Wind voll drauf. Aber das ist so die Area, wo wir sowohl mit Jiggen als auch mit Vertikalen und Schleppen unterschiedlichste Fischarten in moderaten Größen fangen können, meinte er. Und das ist ja so ein bisschen unser Ziel, ne? Also Barsch und Zander, primär Zander zu fangen und dann halt in vernünftigen Größen keine Monster. Das ist fantastisch. Michi, mach nochmal. Was hast du noch für Moves drin? Sehr gut. So, wir sind auf Tümpel angefangen. Angekommen. Ruten fertig gemacht. Da ist schon die Schlepprute mit einem monströsen Wirbel vom Stapelfach, was mir nie gegeben hat. Dann haben wir hier die Ruten fertig gemacht. Ich werde als erstes anfangen mit genau dem Shad, mit dem ich gestern auch meine zwei Zander gefangen habe. Den habe ich, also je nachdem, wie das mit dem Wind gleich wird, also weil ihr seht, es ist noch relativ wellig, werde ich halt erstmal mit dem 7,5er anfangen. Wenn das zu leicht ist, habe ich noch einen 10er und einen 14er. Wenn ich mich dann entschneidern konnte bei den Zandern, dann werde ich hier dieses absolut fantastische Ding von einem Gummifisch angeln. Den haben wir vorhin noch im Angelladen gekauft. Also einfach nur eine Augenweihe. Wirklich. Also es kann nur nach vorne gehen. Das ist wirklich, also da wurde der Angler absolut gefangen. Gerade erst mit Nico noch im Auto drüber gesprochen. Wie wenn mein Boot dann da ist, ich wahrscheinlich relativ schnell einen E-Motor installieren lasse. Und jetzt habe ich hier 8 Kilo Anker bei Nico auf dem Boot in der Hand. Meiner ist genauso schwer. Und ich glaube, das wird relativ schnell kommen. Weil, wenn ich das Ding jetzt hier 3-4 Mal. Mal hoch und runter heben musste. Dann habe ich, glaube ich, die Schnauze voll. Funktioniert hat. Geil. Ist gut. Ich würde euch mal eine Zange. Geil, Mann. Richtig gut. Ja, richtig gut. Wir haben jetzt eben ein bisschen probiert. Wir haben eben auch noch mal draußen im Wasser versucht, mit Nikos Echolot-Fische anzupelagen. Wir haben die Fische, glaube ich, sogar getroffen, aber beißen wollten sie nicht. Und jetzt habe ich eben hier so ein, also während wir geworfen haben, so ein Pelagic, also so ein Split ist das, runtergelassen auf den Grund, den so einen halben Meter darüber wieder hochgekurbelt. Ja, dann habe ich eben gesehen, wie bing, bing, bing die Rute ausgeschlagen hat. Und dann war jetzt kein Monster, ne? Also war ein kleiner Zander, aber schon mal Fisch. Und vor allen Dingen geil, dass das so geklappt hat, weil ich mir eigentlich schon die ganze Zeit gedacht habe, eigentlich müsste Vertikalangeln hier auch top funktionieren. Mal schauen, ob das jetzt so ein Einzelfall war oder ob wir an was ganz Großen dran sind. So, bevor das letzte Licht jetzt gleich weg ist, mache ich schon mal ein vorläufiges Outro.
Wir werden auf jeden Fall noch hart in die Dunkelheit reinangeln. Das Ding ist ja nur, die GoPro wird es nicht mitmachen, weil da die Beleuchtung fehlt. Sollten wir aber noch Erfolg haben jetzt in der Nacht, was ich sehr hoffe, dann werden wir das Ganze dann noch mit dem Handy und mit Blitz abfilmen. Also sollten wir dann diesen Punkt einen Cut machen, wenn es noch marschieren sollte. Ganz egal, wer Ihnen diese Geschichte erzählt, er schwindelt. Sie liegen daneben. Eine Fiktion. Nein, leider nicht. Es ist nie passiert. Dann liegen Sie daneben. Ist bloß eine Fabel. Sie sind reingefallen. Erfunden. Ansonsten freut es mich immer, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt an die Glocke. Und dann bis zum nächsten Video.